Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Das Wetter ist immer noch geil, es ist Gewitter. Und ich habe gerade was entdeckt. Schaut mal. Da hinten ist ein Teilstück von der Straße gebaut worden. Genauso wie da oben. Also die Leute sind hier fleißig am Bauen. Sowie hier ist ein Teilstück gebaut worden. Ich glaube, das geht hier dann weiter runter. Irgendwo da lang. Und wenn man sich hier so die Pfade anschaut, dann geht die Straße vermutlich hier so. Irgendwie, man ist am Basteln. Wir müssen jetzt zu der Hütte da und ich habe überlegt, ob wir nicht mit dem Fahrzeug versuchen, irgendwie da hochzufahren. Sprich, irgendwie so, dann hätten wir da hinten einen Unterstand und dann irgendwie so rüber. Da vielleicht parken und da zu Fuß. Schauen wir mal, ob das was wird. Ach ja, der Regen. Naja, und jetzt, wo ich die Straße gebaut habe, kriege ich irgendwie durchgehend Likes. Finde ich super. Spieler gerade vorher gemeint, die Leute sind zufrieden mit mir. Nice. Ach, da wäre der Weg auf. Da soll man vielleicht doch mit dem Teil hier hochfahren irgendwie. Machen wir es altmodisch. Das erste. Wenn ich da überhaupt hochkomme. Okay. Nö. Außerhalb sei es rutschen Reichweite. Da komme ich gar nicht hin. Oben hin. Okay. So. Lieber LKW, zeig mal, was du kannst. Wir müssen jetzt eine Bergfahrt machen. Ich glaube, das wird schief gehen. Dann haben wir einen fetten Akku. Was hat er denn? Das hätte ich gar nichts. Dann kommt jetzt hier drauf. Wo denn? Ah, da oben hin müssen wir. Komm, ruf mal nach da oben. Das ist ein Schutzding. Da möchte ich mal hin. Oder mal die Straßen freigeschalten, wenn ich da die Hauptmission irgendwie erledigt hätte. Na, super. Soll ich dazu jetzt was sagen oder nicht? Hohe Chancen, dass er drauf geht. So, weiter geht's. Ab ins Chaos. Oh, wir sind bei ihm wieder, so wie es aussieht. Ja, yeah, jetzt wieder Call of Duty Zeit.
Stimmt, ja, da haben wir wieder diesen geilen Panzer da. Kannst du das so einfach? Was ist es da mit ihm? Was ist mit ihm los? Ich würde es unglaublich gern wissen. Oh, wir sind jetzt auch da. Und das gleiche Spiel von vorn. Also, herzlich willkommen zu Call of Duty, ziemlich abgefuckt. Ja, was? Wir kriegen eine Nachricht hier drin. Sam! Deadman. Oh, Gott sei Dank erreiche ich dich. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich sehe Panzer und Soldaten. Die Uniformen sind über 100 Jahre alt. Aus dem Zweiten Weltkrieg, schätze ich. Hast du den Anführer der Soldaten gesehen? Mhm. Ich glaube, von dem hast du uns erzählt. Der geborene Krieger, das Arschloch, das Jagd auf Bibi gemacht hat? Er muss unser Ticket nach Hause sein. Keine Ahnung. Das ist erst mein zweites Mal. Und ohne BB wird es schwer zu finden. Zum Glück habe ich dein BB bei mir. Es erwartet dich in bester Verfassung. Wo sollen wir uns treffen? Gibt es was Ungewöhnliches oder Einprägsames in deiner Nähe? Warte, bin in der Kanalisation.
Durch eine Öffnung kann ich einen eckigen Turm sehen. Direkt über mir. Alles klar. Ich finde das schon. Und suche einen Zugang zur Kanalisation. Kannst du erstmal dort warten? Gern. Ich bewege mich nicht. Mach halt bitte keinen Scheiß. Brauche, musst du das vielleicht. Was? Dieses Kriegerarschloch war nicht hinter mir her. Er wollte Bibi. Ah, Scheiße. Genau. Mhm. Wenn er nach jemandem sucht, dann nach dir. Oh, los, beeil dich, Sam. Reiß dich am Riemen. Ich bin unterwegs. Und schließ das Bibi bloß nicht an. Das würde ihn direkt zu dir führen. Junge. Nicht, was hat er vielleicht gemacht? Du hast sie ja. Hab ich schon, weil ich Todesangst hatte. Trenn die Verbindung. Schnell. Na, schon erledigt. Er darf Bibi nicht bekommen. Wie? Wenn er mit seinen Soldaten auftaucht, was soll ich dann tun? Mich wehren? Wenn ich zwischen Bibi und mir wählen muss, also... Das wirst du nicht. Ich beende das Gespräch. Sam, ich habe kein leichtes Leben. Keine Frau, keine Kinder, keine Freunde. Und so suchte ich Trost. Suchte die Gesellschaft der Toten. Und mit der Zeit verleibte ich sie mir ein. Heute sind das 70% von mir. Aber dich zu treffen, hat mir die Augen geöffnet. Du bist was Besonderes, Sam. Okay. Machen wir hier mal einen Scan. Hinten hat sie nichts. Okay, ich glaube, die tut mir so nichts. Wie beim letzten Mal. Okay, Blutbeutel. Alles mitnehmen. Hab doch der. Oh, Panzer. Mehr Panzer. Wieso ausgerechnet der Weltkrieg? Was für eine abgefuckte Scheiße. Also da oben sitzt er nicht drin. Oder auch nicht mehr. Warte, nochmal. Aha. Na, warte mal, tu mal einsammeln. Dankeschön. Mann, ich wollte doch gar nicht Call of Duty spielen. Okay, wir haben eine Rauchgranate. Da unten. Soll ich warten, bis die weiter wegfahren? Oh, da unten die Kanalisation. Ja, die bleiben jetzt stehen, oder was? Nee, sie fahren weiter. Sehr gut. Schön weiterfahren. Wo war das jetzt? Okay, Rauchgranate. Ich will die Rauchgranate haben. Was zwischen Rotleiterfunktion und aktiviere den Scheinwerfermodus? Au? Wie mache ich denn das? Aktiviere mit dem Scheinwerfermodus des Rotleiterdecks das Licht. Wie geht es mit? Blutbeutel. Ich hab das nicht. Hä? Das hier vielleicht? Nee. Ah. Okay, es ist einfach zweimal so. Also mal hier. War nix. Kann man in enger Umgebung steuern. Kompassmodus. Das
dass man es benutzt, um zu sehen, was vor sich liegt, wenn du dich umgeben bewegst. Wenn er sagt, ja, okay. Allerdings mit dem Sensor sehe ich auch gut Sachen. Wie ich sowas hasse. Das für ein Spiel, das weiß und das einfach extra macht für mich. Warum ist das... Naja, okay. Das Rot. Was leuchtet denn da rot? Kann ich das wissen, warum es da rot ist? Oh, wir gehen mal geradeaus. Oh fuck, das ist das Baby. Ich hätte so gerne eine Waffe. Leiter. Kann ich die nutzen? Ich höre Speedy. Blutgranate. Blutbeutel. Oh, mach ich jetzt her. Ja, ich komm gleich. Komm. Ja, wartet doch mal. Ich komm ja gleich. Sam, hier drüben. Sam. Hallo. Das Kleine sollte wieder funktionieren. Lass mich mal. Oh, oh, na schön. Vielleicht ist das ein besonderer Strand. Für im Kampf gefallene Soldaten. Vielleicht sollten wir schnellstens verschwinden. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte, du hättest Baby schon entsorgt. Gutes Werkzeug wegwerfen? Niemals. Also ganz am Anfang wollte er das. So, und jetzt wird er uns verfolgen. Erinnerungen? Verstehe. Warte hier. Ich muss mich wohl um andere Erinnerungen kümmern. Ich erledige ihn. Dann kommen wir beide hier raus. Weißt du, Sam, ich beginne zu verstehen, warum Bibi dir so wichtig ist. Ach? Es ist nur ein Werkzeug. Sein Leben und Tod sollten nicht von Belang sein. Aber trotzdem haben wir eine Bindung aufgebaut, nicht wahr? Es ist mehr als ein Werkzeug. Es heißt Lou. Lou, hä? Schöner Name. Oh. Geil. Ja, dann... Ja, wenn jemand mal in den Hintern treten. Das, was wir hier machen, ist... Granate, Rauchgranate. Ah, wir haben noch eine Bowler Gun. Granaten fürs Erste. Kannst du mal deinen Lichtmodus mal wieder anmachen? Na toll, mach das. So, Blutbeutel nehmen wir mit. Also, kein Lichtmodus mehr. Ach ja, das liegt hier einfach mal so rum, oder? Ja, normal. Mhm.
Was ist mit dir nur falsch? Was eigentlich mit Mann gegen Mann, anstatt dass du da Hilfe hast? Sturmgewehr. Nice. Finally. Ich will meine Liebe zurück. Fein, fein! Sturmgewehr. Y-Munition wechseln. Sturmgewehr. Granatkugeln. Ob das was bringt? Nein. Okay, das bringt was. Okay. Ja, wir müssen ihm mal wieder folgen. Anti-Gedemotion. Nee, das wir brauchen Verstärkung. Los, raus mit euch. Waffenpanzer. Oh, geil, Schrotflinte. Blutgranate. Gut, nehmen wir mit. Eins von denen. Was machst du mal Leben da? Man beachte, dass keine Kryptoboten essen kannst, wenn du keine Hand frei hast. Okay. Hold mein Baby. Ja, geht weiter, Jungs. Noch ein Blutbeutel. Komm jetzt. Pack jetzt. Ah, ich brauche mehr Munition. Das ist scheiße. Alter. Okay, da hinten haben wir wieder ein Sturmgewehr. Geil. Gut, Volumen wieder hergestellt. Nice. So, gut, wir wollen essen. Ah, vielleicht nehme ich mir jetzt doch mal. Noch ein Sturmgewehr. Komm, 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 komm. So, Blutbeutel. So, Blattpanzer. Biot essen. Wo sind sie? Kommt sie her? Alter, die verschanzen sich da. Und einer da rechts. Oh
Okay. Einer weg, einer läuft. Plattenpanzer. Fracht. Wo ist der Panzer? Hier. Am Anzug befestigen an rechter Schulter. Okay. Hoffentlich bringt es was. Ich muss zu diesem Sturmgewehr da hinten. Okay. Bullergun. Schrotflinte, Munitionstyp ändern. Okay. So, Sturmgewehr. Gut. Ist noch irgendwie mehr. Blutbeutel da unten. Da hinten ist noch ein Sturmgewehr. Blutbeutel vielleicht mitnehmen. Da ist auch noch einer. Da ist noch ein Sturmgewehr. Einmal mitnehmen. Frachttechnisch, da mal ganz kurz strategisch ausgleichen. So, das da kann weg. Okay. Dann hätte ich jetzt auch gerne wieder das Sturmgewehr. Y. Standardkugel. Er ist da drin. Blutbeutel, komm her. Wo? Da. Baby. Fuck. Was ist denn das jetzt? Ist er? Zeig dich. Hab ich dich? Ja, okay. Bang geht wieder ab. Und er ist noch da vorne. Wir brauchen Verstärkung. Bewegung. Oh ja, Blue Granate. Die hole ich mir. Hold me. Noch ein Sturmgewehr. Komm, laufen wir schneller. Wir holen das. Blutbeutel. Kommen Sie ja wieder. Nice. Na, was ist? Ah, der nächste. Ich bin ein bisschen froh, dass er am Anfang das Auto-Aim drin hat. Das hilft mir sehr. Als PC-Spieler. Wo ist er? Komm jetzt! Mehr. Komm. Baby! War's das jetzt? Nee, oder?
Call of Duty 2 haben wir geschafft. Glaube ich zumindest. Können wir vielleicht mal miteinander reden, anstatt uns zu beschießen? Eigentlich hätte ich nichts gegen dich. Baby, es ist alles meine Schuld. Ich hätte dich niemals da reinstecken dürfen. Oh, warum muss so ein Briefing nach sowas kommen? Das ist... okay. Gut. So, da. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schade, dass man mit ihm wirklich nicht vernünftig reden kann. Das wäre wirklich hilfreich. Gott sei Dank sind die Ladezeiten hier recht kurz. Wir sind jetzt einfach wieder bei uns daheim. Was zum... Okay, war wieder ein Traum. Aber trotzdem, wir sind einfach wieder bei uns daheim. Lou? Lou? Wie geht's klein Lou? Keine Reaktion. Na sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Nord. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte.
Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt? Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die Fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke, amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Was ist er? Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Es hat sich ganz einfach so erledigt. Und dass er eigentlich ein wandelnder Zombie ist? Was zum... Was mir du denkst, es geht nicht mehr, das Spiel, wie kannst du jetzt noch halt draufsetzen? Dann kommt es halt die ganze Zeit immer, ah ja, dann machen wir übrigens noch das. Und übrigens, hast du gewusst, der ist, besteht irgendwie da aus Menschenteilen und so. Aber auch irgendwie geil. Meine Annahme stimmt, ist die Dimension, in der du warst, eine Art Strand. Zur Erklärung. Unsere Körper, unser H, bewohnen alle dieselbe Welt. Aber unsere Seelen, unser K, besitzen eigene Strände.
Diese Strände nehmen unseren Köpfen Gestalt an, durch unsere Vorstellung, Religion, Philosophie und so weiter. Demnach kann ein Strand alles sein. Und diese vielen Alles bilden ein Multiversum. Sterben jedoch viele Menschen gleichzeitig, können sich ihre Strände verheddern und ein Strangfeld erzeugen. Dieses Phänomen nimmt in Kriegszeiten durch die allgegenwärtigen Gefühle der Feindseligkeit und Verzweiflung zu. Strände verheddern sich leichter und häufiger. An so einem Strand verschwinden Ausgänge und Erfahrungen werden zu Endlosschleifen. Stell dir einen Plattenspieler vor. Die Nadel hüpft und wiederholt immer wieder denselben Satz. Sie kämpfen einen Kampf ohne Anfang und ohne Ende. Alles dreht sich immer im Kreis. Das Schlachtfeld, auf dem du warst, lag in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg. Was seltsam ist, da der Mann, dem du begegnet bist, Clifford Unger, gar nicht in dieser Schlacht kämpfte. Ich kann es nicht erklären, aber wenn du mich mit dem chiralen Netzwerk verbindest, wer weiß, was wir dann entdecken. Die Ex-Granate Typ 0. Wird immer spannender. Also, bist du noch da, Sam? Wenn ja, habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist. Ja, war ja klar. Okay, nehmen wir mal das wieder einen neuen markierten Auftrag für Sam an. Ziemlich abgefuckt. Ist was? Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, was das für ein Auftrag ist und ob sich auf der Karte irgendwas verändert hat. Ja, das kennen wir schon. Kann ich helfen? Ach du Scheiße. John. Bist du das? Captain. Was tust du hier? Meine Frau liegt hier. Das vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du hier Mann bist. Ich hab so eine dumpfe Ahnung, wer der andere ist. Mal sehen, ob ich da recht hab. Sidley, wir haben mal wieder oben. Buchbeutel ist leer. Naja. Eine verlorene Fracht wurde von Jenny Kuses ausgeliefert. Was hab ich? Wann? Wo? Wie? Ach shit, das Fahrzeug ist ja jetzt im Arsch da oben, oder? Kurz auf die Karte schauen. Ne, das steht doch noch. Mit meinem ganzen Zeug da drin. Vermutlich. Oder? Fracht? Ja, natürlich. Geil, ich darf da raufgehen und meinen Truck holen. So, dann sag mal an. Sam, die Westseite dieser Region bedeckt ein riesiger Teergürtel. Dahinter liegt Edgenon City, die letzte Bastion der Zivilisation da draußen. Diese Stadt ist dein letztes Ziel. Sobald du sie mit dem Cupid an das chirale Netzwerk anbindest, deckt es den ganzen Kontinent ab. Amerikas Wiedergeburt ist so nah. Und vergiss nicht, dass Amelie dort gefangen gehalten wird. Also Big Showdown. Sie sicher nach Hause bringen. Aber ehe du den Teergürtel durchquerst, musst du noch einen weiteren Knoten knüpfen. Hartman wird dich unterstützen. Sam, du müsstest mir ein paar Dinge bringen. Erstens, die Erkennungsmarke dieses Soldaten. Steck sie in eine Tasche, damit du sie nicht verlierst. Zweitens, Mamas Leiche. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose. Und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genauere Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor. Ich erwarte dich. Ist das eine gute... den offiziellen Auftrag. Ist das eine gute Idee, dort Zeit verstreichen zu lassen und die Leiche nicht zu verbrennen? Also, da gucken wir mal. Aufträge für Sam. Leichenlieferung... an Hartmans Labor. Ach, das ist ja gar nicht mehr so weit weg.
Okay. Bergung, Winterkleidung, nö. Alles klar. Das passt erstmal. Das ist jetzt alles in meinem privaten Ding drin. Ne, Truck auch nicht, weil ich will den anderen noch holen. Auf dem Rücken. Privater Spind, Ausrüstung 1, Ausrüstung 2. Was? Ist so mein ganzes Zeugs hier drin? Okay. Aber ich kann jetzt... Okay, wenn da mein ganzes Zeugs hier drin ist, das ist auch der Lastenschweber, dann muss ich ja das Auto ja doch nicht holen. Privater Spind. Ein Haufen Blutbeutel. Das da kann man abladen, weil benutzt bringt es mir eh nichts. Okay, Vorratstasche. Geht das nochmal? Was? Nein, warte mal. Nein, was machst du? Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Fahrzeug einlagern, bestätigen. Auf den Rücken, danke. So. Blutbeutel. Vorratstasche. Vorratstasche. Okay. Den Mist hier weg. Okay, können wir noch irgendwie Waffe mitnehmen? Geschwindigkeitsskelett. Das glaube ich, tun wir mal ausrüsten. Stiefel am Anzug befestigen. Rechts an der Hüfte. Ulagan. Alle ein Schuss. Werkzeughalterung. Nicht tödliches Sturmgewehr. Nehmen wir auch mal mit. An Werkzeughalterung hängen. Blutgranate. Zu befestigen. Linker Schulter. Nehmen wir mal alles mal ein bisschen mit. Ja, yeah, ich mache mich da mal schnell ein bisschen voll. Geht noch mehr? Ich glaube, das reicht. Bestätigen. Aufbrechen. Also gut, Sam. Kümmer dich um sie. Und keine Sorge, sie wird nicht nekrotisch. Orlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haas letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind. Lustig ist relativ. Also wirklich happy ist sie damit nicht. Okay. Ich über... What Biggest Moment wurde erneuert. Ah, geil. Ich frag mich halt, ob ich jetzt erstmal. Naja, es ist irgendwie dumm, das den LKW zu holen. Vor allem, wenn ich sie da drauf habe. Das ist ja voll der Umweg. Okay. Können wir die Routenplanung schon mal machen? Wir sind da. Wir müssen. Nach da. Erdmanns Labor. Ah, da haben wir wieder so eine Seilrutsche. Wo ist das Gegenstück von der? Gibt ja immer zwei. Ah, vermutlich da. Da nach da.
Okay, das wäre dann einmal hier runter. Der Truck ist da. Ist der Truck weg? Ne, da ist da oben. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu Hartmanns Labor in der nächsten Episode. Und ja, doch, wir gehen da in der nächsten Episode hinschauen, was ist. Und dann werden wir noch irgendwie diesen Truck holen. Also eventuell werde ich das mal rausschneiden. Mal gucken. Je nachdem, was wir da unten machen müssen. Ist ein bisschen doof, wenn man so ein ausgeliehenes Fahrzeug einfach so in der Wildnis rumstehen lässt. Bin ich doof. Lieber in die Garage reinstellen, weil dann können es andere wieder nutzen. Ja, war auf jeden Fall spannend. Call of Duty 2. Ich hab's das Gefühl, es kommt noch mal mit 3. Und dann noch der große Endkampf. Oh je. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Und dann bis bald. Viel Spaß bei eurer Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.